Ein konkreter Tipp und Ihre Rede, Ihre Pitch oder Ihre Präsentation wird noch viel besser. Für das gibt es zuerst eine Analogie. Wir machen miteinander einen Flug. Wenn Sie irgendwo in die Fähre fliegen und ins Flugzeug einsteigen, dann ist der Start besonders wichtig für das Gefühl, das Sie haben als Fluggast. Wenn der Start gut ist, gibt es einen guten Flug. Wenn es hier oben mal ein bisschen Turbulenzen gibt, ist das sicher nicht wünschenswert, aber ja, meine Güte, dann ist es halt einfach so. Und genauso wichtig wie beim Start ist am Schluss auch wieder die Landung. Eine schöne, sanfte Landung. Darum geben Sie sich bitte besonders Mühe beim Start. Natürlich auch einen guten Flug über den Wolken währenddessen, aber auch besonders Mühe geben für einen guten Schluss. Der Schluss ist entscheidend, was Ihr Publikum mitnimmt von Ihrer Rede, von Ihrer Präsentation oder von Ihrem Pitch. Das Publikum nimmt den Inhalt mit, aber auch die anderen beiden Wirkungsebenen. Das sind Stimme und das ist die Optik. Und da ist immer gut, wenn man eben nicht 0850 aufhört, wie das ganz viele machen. Die sagen gerne mal so floskelhaft. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Das sagen aber alle. Sondern da ist gut als eine Empfehlung. Ganz zum Schluss nicht mit der Danksagung und der Verabschiedung aufhören, sondern mit dem Handlungsaufruf oder eine Handlungsempfehlung. Beispielsweise ist das bei einem Politiker, bei einer Rede eben nicht einfach. Geschätzte Damen und Herren, und wegen dem Grund brauchen wir am Sonntag ein Ja in der Urne. Gehen Sie wählen. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Sondern es ist eben besser, wenn der Politiker dann sagt, im Hirsch, im Schöfli von den Leuten. Und darum, geschätzte Damen und Herren, brauchen wir wegen dem und dem ein Ja in der Urne. Gehen Sie abstimmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Und denken Sie daran, jede Stimme zählt. Jede, auch die von Ihnen persönlich. Gehen Sie am Sonntag vor einem Familienbrunch mit dem Rührei und dem Prosecco an die Urne und schmeißen Sie das Ja rein. Dann ist das der letzte Gedanke, der bleibt und hoffentlich zum Ziel führt. Also ein konkreter Schluss. Tun Sie sich da immer ganz, ganz gut überlegen, dass das Flugzeug eben schön landet. Und alles andere mit dem Start und Struktur und Stimme und visuellem Auftritt, das lernen Sie am besten gerade bei uns.